Der nächste Anrufer ist die Linda und die Linda ist 23. Hallo Linda. Hallo Linda. Hallo? Linda schweigt noch. Was? Linda. Hallo Linda? Hallo? Ja, hörst du mich? Oh, ich habe verstanden, du hast gesagt, sehen wir. Nein, nein, Linda. Hallo. Ja. Hallo Linda, du hörst mich. Sehr gut. Ja, du hast auch zu dem Thema angerufen. Was für was würdest du denn alles tun? Ich würde gern aussehen wie Pamela Anderson. Ach, guck an. Ja. Wie Pamela Anderson möchtest du aussehen? Ja, würde ich gerne. Warum? Ich finde die optisch total attraktiv. Immer noch? Ja, immer noch. Ich finde, sie ist, glaube ich, so das Traumbild von vielen Männern. Und deswegen würde ich gerne so aussehen. Welche Körbchengröße hat die zurzeit? Sie oder ich? Nein, sie. Reden wir erstmal über sie. Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich hatte mal 75B und ich habe jetzt Doppel-D. Also 75 Doppel-D, sage ich jetzt mal. Also ungefähr dreimal so groß, wie ich vorher hatte. Das heißt, du hast schon was an dir machen lassen? Ja, natürlich. Ich habe schon ganz viel an mir machen lassen, ja. Was hast du also an dir machen lassen? Also es fing an mit einer Brust-OP. Ich hatte früher ganz normal 75B und jetzt habe ich Doppel-D. Die sind schon recht groß jetzt. Ich habe viel Botox mir spritzen lassen. Ich habe Hyaluronsäure genommen. Was heißt das? Hyaluronsäure? Ja, was bedeutet das, wenn man die nimmt? Oder sich spritzen lassen hat. Ja. Ich habe meine Lippen aufspritzen lassen. Mhm. Also das muss man da immer halbjährlich ungefähr wiederholen. Ja. Ich habe eine Nasen-OP gemacht. Also nochmal zu, also Botox ist mir klar, Botox lässt die Falten weggehen. Ne? Wenn man Falten hat, dann kommt da Botox runter und dann hat man eine ganz glatte Stirn zum Beispiel. Ja, also ich bin 23, ich hatte jetzt nie so viele Falten. Genau, du hast ja da gar keine Falten. Wozu dann Botox? Also ich hatte immer so eine Art... Ich könnte mir das mal spritzen lassen in die Stirn. Ich so ja, Domian, du hast das nötig. Ja, ich habe viele Falten auf der Stirn. Nee, also so durch den Fernseher sieht das gar nicht so schlimm aus, wie du es gerade darstellst. Ich ja, glaub, aber was meinst du, wie das aussieht vom Spiegel? Aber egal. Wir sollten uns mal treffen dazu. Dann könntest du mich eine Fachberatung machen, ganz genau. Vielleicht, ja, aber ich bin ja kein Dr. Mang, ne? Ja, genau. Also warum Botox, wenn du gar keine Falten hast? Erstens, um dem vorzubeugen, ne? Falten entstehen ja dann doch irgendwann, vor allem wenn man eben Mimik hat, ja. Mhm. Wenn man sich artikuliert oder sowas, dann verzieht sich dann auch so dann das Gesicht, so wie bei mir. Mhm. Erstens zur Vorbeugung und zweitens, weil es tatsächlich glatter wird, als wenn du 10 Jahre alt bist. Ja? Achso, es wird dann noch, wenn man schon glatte Haut hat, wird es dann noch ja, glatter, wenn man Botox. Ja, Hyaluronsäure, ja. Das spritzt man in die Lippen? Unter anderem, ne? Das spritzt in die Lippen, das kannst du irgendwie, also bei mir jetzt nicht, aber das kannst du unter die Augen oder die Augenfältchen spritzen lassen. Mhm, das kannst du bei alten Frauen, kannst du das in den Hals spritzen lassen, wenn die da irgendwie so Krötenfalten haben. Mhm. Das kannst du sogar in Hände spritzen lassen. Hyaluronsäure kannst du. Welche Nebenwirkungen hat das? Hyaluronsäure? Mhm. Gar keine. Gar keine, wirklich? Nee, gar keine. Es gibt es tatsächlich etwas, was mal keine Nebenwirkungen hat. Ja. Bei Botox ist man sich ja nicht so ganz sicher, ne? Genau. Botox ist da so eine bisschen andere Sache, schon allein eben wegen dieser fehlenden Mimik. Das ist ja jetzt nicht so ganz geil, wenn man irgendwie da gar nicht mehr, wenn dann der Gegenüber gar nicht mehr weiß, ob du jetzt gerade böse oder nett mit ihm irgendwie umgehen magst. Ich bin völlig fassungslos, was du mit 23 schon gemacht hast. Und ich habe dich gerade unterbrochen. Du hast dich auch in der Nase operieren lassen. Ja. Was hast du da machen lassen? Ich habe mir so eine, ich sag mal, eine Art Höcker entfernen lassen. Es war gar kein richtiger Höcker, aber ich habe mir die Nase etwas kleiner machen lassen. Also meine Nase war gar nie so groß gewesen, aber ich habe sie etwas... Ein süßes kleines Stupsnäschen. Eine Stupsnase ist es nicht geworden. Nee, ich habe nur einen Höcker entfernen lassen. Ich hatte vorher schon eine Stupsnase gehabt, aber ich hatte so einen kleinen, ich sag mal Höcker. Achso, den wahrscheinlich niemand gesehen hat, außer du? Mag sein. Ja. Der ist jedenfalls weg. Sag mal... Ja. Noch was? Ja, also Busen, halt ganze Gesicht botoxieren lassen, sag ich mal. Okay. Lippen. Genau. Das ist ja ein ganzes Paket, was du ja schon aufgezählt hast. Ja, vor allem muss man das natürlich halbjährlich immer wieder auffrischen lassen, habe ich ja gleich schon gesagt. Ne? Was kostet denn, nehmen wir mal an, man sieht ja oft diese Frauen mit diesen schrecklich aufgespritzten Lippen. Hm. Das ist dann, das habe ich jetzt gelernt, das ist Hyaluron, so heißt das, Hyaluronsäure. Ganz genau, ja. Was kostet denn ein so eine aufgespritzte Lippe? Oben und unten nehme ich an, was du meinst. Ne? Okay, oben und unten. So 450 Euro ungefähr. 450 Euro, und das muss man jedes halbe Jahr wieder auffrischen lassen. Wenn man es eben... Auf dem Level halten will. Auf dem Level halten will, dann eventuell sogar so
die nächsten 5 Monate sollte man dann schon wieder den nächsten Termin irgendwie ansetzen, und, ja. Und nochmal die Frage, das kann man unbedenklich immer, immer und immer und immer wieder machen? Hyaluronsäure? Ja. Ja, bei Botox. Okay, lass uns mal so stehen. Du bist ja auch keine Fachfrau, aber lass uns mal so stehen. Aber das ist ja ein Fass ohne Boden. Wie viel Geld hast du bis jetzt, du bist 23 Jahre alt, wie viel hast du bis jetzt schon in dich investiert, in dein Äußeres? Wenn ich mal nachrechne, würde ich sagen 20, 25.000 vielleicht, also mit der Brust-OP natürlich. Ja, ja, mit der Brust-OP und die Nasen-OP. Und genau, ja, doch. So woher hast du das, wo hast du die Kohle? Also ich sag mal, so viel ist es jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie, sondern 23.000 Euro ist eine Menge. Nein, das ist schon viel Geld, da hast du recht, Domian. Aber durchs Sparen. Was arbeitest du denn? Also ich bin Autoverkäuferin. Ach so, verdient man da so viel gute Kohle, dass man da immer was zur Seite legen kann? Ja, also, gute Kohle, ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich auch noch Miete zu zahlen und sowas. Ja, ja, ja. Ich verkaufe Autos bei Porsche, ne? Wow, das ist interessant. Ich kenne überhaupt keine Autoverkäuferin. Immer wenn ich irgendwo nach Autos geguckt habe, waren das immer Männer. Du verkaufst Porsche, das finde ich ja scharf. Ja, also... Das ist mir natürlich klar, wenn du da so aufgebrezelt stehst, das Klientel, die Porsche kaufen... Ja, was heißt es, das Klientel? Naja, es gibt das ja auch Rentner, die Porsche kaufen. Ja, natürlich, natürlich, nein, genau. Die sind ja dann auch werden ja auch scharf dann, wenn die dich sehen. Das ist natürlich ein geschickter Schachzug von deinem Chef, dich da hinzusetzen. Ja, also ja, lustige, ja. Ja, so, also, jetzt sagst du, du möchtest irgendwann so aussehen wie Pamela Anderson. Ja. Ich vermute mal, du bist schon ziemlich nah dran. Ja, bin ich. Haarfarbe? Blond. Natürlich, was für eine Frage. Schwarz. Du warst schwarz? Nein, natürlich blond, klar. Ja, ich meine, du warst früher mal schwarz? Nein. Ich hab eigentlich eine dunkle Haarfarbe, so braun ungefähr. Ja. Aber ansonsten, klar, bin ich blond. Welche Haarfarbe hat sie? Also, ja klar. Also, du bist auf dem besten Wege dazu oder bald siehst du vielleicht schon fast genauso aus wie sie. Was willst du damit machen? Willst du weiter Autos, Porsche verkaufen? Ja, unbedingt. Unbedingt? Ich wollte schon immer Autoverkäuferin werden. Meine Eltern wollten immer, dass ich studiere. Ich nicht. Also nicht der Traum von einer Modelkarriere oder Fernsehen oder nein, Film oder also für ein Model sehe ich zu Porno, Pornobranche? Nee, Porno finde ich jetzt auch nicht so geil. Nee. Du willst deine Porsche Panamera verkaufen? Ja, genau. Und Cayennes und sowas? Nee, Cayennes finde ich blöd, aber verkaufe ich gerne auch. Aber ansonsten, nee, also genau, ich möchte noch mehr so aussehen wie sie, weil ich merke eben, man verkauft einfach noch mehr. Und ich bin genau, da. Das wollte ich jetzt gerade ganz im Ernst fragen. Du hast doch wahrscheinlich, du wirkst ja sehr sympathisch auch, du bist ja jetzt rhetorisch nun auch trainiert. Aber wenn man dann auch noch so aussieht, hast du doch wahrscheinlich eine größere Verkaufsquote als deine männlichen Kollegen. Hab ich. Ja. Also nicht eine größere, aber ich bin ja sozusagen der Platzhirsch. Ich bin die einzige Frau dort. Meine Kollegen sind eigentlich alles durchgängig Männer. Mhm. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Umsatz. Wenn du so ein fettes Auto, ein Panamera, finde ich ein sehr geiles Auto zum Beispiel. Ich finde, das ist der schönste Porsche, der je gebaut wurde. Finde ich auch. Soweit ich weiß, kostet der, wenn der einigermaßen ausgestattet ist, um die 100.000. Gebraucht oder neu? Nein, neu. Ich meine neu. Der kostet ein bisschen mehr neu, ne? Noch mehr. Kommt auf die Extras an. Genau, also sagen wir 120.000. Ja, das irre, ist irre, wenn man sich vorstellt, dass Leute sich von neu ein Auto kaufen mit 120.000. Egal. Wie viel kriegst du denn eigentlich, Domian? Das wäre ja Schleichwerbung, wenn ich jetzt sagen würde, was für ein Auto ich fahre. Das darf ich leider nicht sagen. Obwohl ich mich sehr gerne über Autos unterhalte. Ich könnte mit dir stundenlang reden, aber das können wir nicht machen. wenn du ein Auto für 120.000 Euro verkaufst, wie viel kriegst du dann so an Tantiemen? Achso, das ist natürlich okay. Muss ich das jetzt sagen? Ich fände interessant. Nee, musste nicht. Ich fände es interessant, mal zu wissen. So. Sagen wir mal so, es rechnet sich auf und ich verkaufe ungefähr an 2 Tagen mindestens eins. Ja, das eins heißt, von so fetten Autos, eins verkaufst du mindestens? Ja, hör mal, ich bin nicht bei Toyota. Ja, also... Ne? Okay, dann ist mir klar, wie viel, dass du deine Kohle zusammenkriegst. Du hast ja ein Festgehalt wahrscheinlich. Sowieso. Und natürlich. Kriegst dann da was drauf, wenn du so einen dicken Schlitten verkaufst. Na klar, die Gewinnmarge ist immer mit bei. Fährst du selbst auch einen Porsche? Nee, ich fahre Mercedes. Ein Mercedes, das ist aber auch komisch. Da fährst du auf den Porsche Kfz-Platz, da auf Verkaufsplatz mit einem Mercedes? Mhm. Ja, ist doch mal auch exotisch, oder? Sehr exotisch. Was denn für ein Mercedes? Eine S-Klasse. Natürlich. Aber eine alte, ne? Ein D123. Sehr schick. Sehr schick. Was sagen denn deine Leute, deine Familie, dass du dich so aufbrezelst? Die finden das gar nicht gut. Die wollten immer, dass ich studiere. Mhm.
Hätte, glaube ich, intellektuell vielleicht gereicht. Intelligenzmäßig weiß ich nicht. Die hätten sich das gewünscht. Also meine Eltern sind beide Juristen. Ich wollte aber immer irgendwie einen anderen Weg einschlagen und habe das gemacht. Aber die sagen dann, Mädchen, jetzt warst du schon wieder Botox spritzen oder so. Also von Botox wissen die gar nichts, weil dafür sind die halt zu naiv vielleicht. Ach so, das ahnen die gar nicht. Dass ich die Optik irgendwie mal ein bisschen verändert habe. Vielleicht schieben sie es auf die sich verändernde Haarfarbe. Ja gut, die Brüste haben, sehen sie ja nur. Nein, ich gehe nicht zu meinen Eltern mit einem riesen V-Ausschnitt. Ja, aber gut, aber deine Mutter wird doch sehen, dass sich ja irgendwas verändert hat bei ihrem Mädel. Wenn wir dann immer so ein bisschen spielen oder sowas, dann merkt sie was und sagt, du Mama, ich hab jetzt mal irgendwie einen anderen BH an. Ach, und das glaubt sie? Das glaubt die, ja. Das ist ja witzig. Hast du einen Freund? Nee, ich habe keinen Freund, nee. Wie lange schon nicht? Oh, bestimmt schon ein Jahr oder so. Ach, sag bloß, die müssen doch die Kalle hinterherlaufen. Vielleicht. Ich habe nur Augen für meine Autos. Das glaube ich nicht. Oder bist du lesbisch? Nein, ich bin nicht lesbisch, um Gottes, nein. Das ist ja interessant. Eine Pamela Anderson, Porsche-Verkäuferin, die auch zurzeit noch keinen Freund hat. Ja. Ja, aber ich bin sicher, es wird bald dir jemand über den Weg laufen und dann hast du auch dann auch noch einen Freund. Vielleicht, okay. Und wir unterhalten uns nochmal über Autos. Würde mich sehr interessieren. Liebe Linda, schön, dass wir gesprochen haben. Ja, und alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, bleib gesund bei den ganzen Sachen. Mach ich, du auch hoffentlich bei den ganzen, du weißt schon. Alles Gute, tschüss. Ciao. Da lacht es so. Also, so abwegig ist das ja nicht, wenn man 1000 Eingriffe an sich durchführen lässt, dass man da irgendwie vielleicht auch mal vielleicht krank wird von so einem Eingriff. Oder das, was daneben geht. Nancy, 18 Jahre, guten Morgen. Hi. Hallo Nancy. Du hast gerade mitgehört. Wie bitte? Hast du gerade mitgehört? Ja. Wie findest du das, wenn eine Frau so aussehen will wie Pamela Anderson und so viel machen lässt? Also ich bin Tierschützerin, deshalb finde ich Pamela Anderson toll, aber so aussehen möchte ich nicht unbedingt. Muss ich mal fragen, du findest sie toll, setzt sie sich auch für den Tierschutz sehr ein? Ja, für Peter. Ach so, wusste ich gar nicht. Ah, verstehe.